Hallo, ihr Lieben. Wir sind in der achten Rauhnacht. Die Rauhnächte habe ich in den ersten Videos etwas näher erklärt. Ich möchte direkt loslegen. Ich möchte aber sagen, dass ich aus dem Königsfrucht Orania Verlag jetzt hier mit dem Rider-Waite-Orakel Tarotkarten lege und die Kipperkarten und von Patrick Scheller das Mondnacht-Orakel. Und dann habe ich hier von Jane Ruland die Rauhnacht Orakelkarten. Und davon ziehe ich eine. In der Regel sind es zwei. Ich bemühe mich aber immer, eine zu übernehmen. Wir werden sehen, was denn kommen möchte. Ansonsten lege ich eine Neunerlegung für jede Rauhnacht. Wir sind hier im neuen Jahr, ihr Lieben. Wir sind am 01.01.2023 und sie steht für den August 2023. Also schreibt euch alles auf, was passiert an diesem Neujahrstag. Was ist euch wichtig? Was könnt ihr eher außer Acht lassen? Welche Farbe, mir kommt gerade die Farbe rein, welche Farbe ist euch so wichtig geworden? Schreibt alles auf, was euch als wichtig und als notierenswert erachtet wird. Und das ist dann euer persönliches Orakel für diesen August. Viel persönlicher wie das allgemeine Orakel, was ich hier lege. Diese allgemeinen Orakel, das können ja nur Tendenzen sein. Wenn aber du tatsächlich siehst, was an deinem Neujahrstag passiert ist, dann kannst du das umsetzen auf den August 2023. Und ich rate euch auch, dieses Buch gar nicht so weit wegzulegen. Schaut immer mal wieder rein und erinnert euch daran. So könnt ihr euch wirklich aufs Jahr vorbereiten. So, meine lieben Engel, ich bitte euch, lasst eine rausfallen. Wenn euch das Mischen zu lange dauert, dann spult bitte vor. Ansonsten kann ich euch noch sagen, dass ich immer von einer Frau auf einen Mann schaue. Und wenn das bei euch anders ist, dann ändert das bitte. Und wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung. Das kann ich auf alle zutreffen. Und bitte macht es auch nicht passend mit aller Gewalt, dass es bei euch passt. Das kann nicht gesund sein. Ja, keine Ahnung, warum das manchmal so lange dauert. Das sind zwei Karten. So, jetzt nehmen wir die Tarotkarten. Dankeschön. Ich lasse die Karten so liegen, wie sie rausfallen. Wenn jetzt drei rausgefallen wären, die in dieser Lage wären, würde ich sie auch liegen lassen. Es ist aber nur eine rausgefallen. Das gleiche gilt für die Lenormand-Karten. Schaut euch das an, das sind drei Stück. Perfekt. Und die Kipperkarten. Danke. Die lasse ich auch genauso liegen. So, wir beginnen mit der Mitte. Hier haben wir die Eier. Die Eier stehen für etwas, was schon in Arbeit ist. Es ist schon alles vorbereitet. Jetzt muss nur noch das Köpfchen rauskommen. Wir schauen mal, worum geht es denn weiter? Wir sind hier im August. Der Ritter der Kelche. Wir haben die Königin der Kelche und wir haben die Nostalgiekarte mit den sechs der Kelchen. Boah, ganz viel Kelchkarten, ganz viel Gefühl. Diese Kelche stehen immer für die Gefühle, für die Emotionen. Oh, und hier ist unfassbar viel Gefühl. Aber alte Gefühle. Und das hier ist, wir sind wie gesagt im August, das hier ist das Pärchen. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Dieser Ritter der Kelche ist unterwegs. Er ist unterwegs, weil er sich bewegt. Diese Karte bewegt sich, die Energie bewegt sich. Es spielt keine Rolle, dass die beiden sich jetzt nicht anschauen. So würden sie sich anschauen. Tatsächlich ist es in meinen Augen jetzt wichtiger, dass er sich bewegt. Bewegt in deine Richtung. Und du bist die Königin der Kelche. Du bist mit deinen Gefühlen, die ganz fest, ganz tief in dir verwurzelt und verankert sind, bist du hoch empathisch.
Und das warst du in der Vergangenheit schon. Und hier kommen aber diese alten Gefühle, die kommen nochmal hoch. Ich dachte eigentlich, wir hätten das geklärt. Jetzt kommen sie im August schon wieder hoch. Das ist ja wirklich ein Ding. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir den Ring. Und wir haben die Katze. Dieses Geschenk bekommen ist auch schon in Arbeit. Es ist die Hoffnung, großes Wasser, und es ist das reiche Mädchen. Diese Katze steht für die Reinheit. Sie ist weiß, sie ist klein, sie ist ganz jung und sie ist verspielt, sie ist unverdorben. Aber sie kann die Krallen ausfahren, wenn sie nicht das bekommt, was sie möchte. Und genau das spüre ich hier. Es ist nicht so, dass sie nicht unschuldig ist, dass sie nicht weiß ist, aber ach, jeder, der eine Katze hatte, der weiß das. Wenn die dich anguckt, dann schmilzt du dahin. Aber die hat es faustdick hinter den Ohren. Und diese kleinen Katzen, die sind ganz schnell dabei. Die haben sich ganz schnell irgendwo eingelebt und wissen, was sie tun müssen, damit sie das bekommen, was sie wollen. Das ist wie kleine Kinder, bei denen ist das auch so. Wenn die mal schreien und du gibst ihnen immer, was sie wollen, dann haben die das ganz schnell raus und dann schreien die und sie kriegen das, was sie möchten. Und hier geht es um eine Verbindung, die neu, die von dem Alten sich wandelt, die auch schon in den Kinderschuhen steckt und die dann nochmal mit dieser neuen, frischen, jungen Energie weitergehen kann, in die Zukunft gehen kann. Und das ist diese Verbindung hier zwischen dem Ritter der Kelchen und der Königin der Kelchen. Das ist diese Verbindung, die als ein Geschenk ankommt. Und dieses Geschenk ist in Arbeit und wir sind hier im August, ihr Lieben. Die Hoffnung, großes Wasser, ist die letzte Karte im Deck der Kipperkarten. Hier wird etwas abgeschlossen. Und zwar wird die Transformation abgeschlossen. Und diese Energie des reichen Mädchens, das ist eben die Energie der Königin der Kelche, die dann nochmal hier erscheint. Dieses reiche Mädchen ist aber noch reifer geworden oder reicher geworden, indem sie das Alte umgewandelt hat, in diese Transformation gegangen ist und jetzt mit dieser neuen, frischen, jungen Energie weitergeht. Es geht darum, im August, dass hier entweder eine Beziehung, das kann auch die Beziehung zu dir selbst sein, dass du die Beziehung zu dir selbst, dass du das Alte nochmal anschaust und dass du merkst, dass du so einfach nicht weitergehen kann, dass du etwas ändern möchtest auch und dass du es jetzt schaffst, dass du es zum Ende bringst und das ist dein Geschenk. Ja, hier haben wir die Sorgenkarte, die 9 der Schwerter. Hier haben wir das Auge und interessanterweise habe ich die Karten, ich lege sie ja immer dahin, wo es mir gerade reinkommt. Aber schau mal, das Auge geht voll in diese Richtung, in dieses Orakel. Hier gehst du mit offenen Augen in den August. Und du schaust dir ganz genau an, worum geht es denn hier bei dem Thema? Was ist denn hier, dass man es nochmal transformieren muss? Dass es vielleicht nochmal erneuert werden sollte. Du schaust da ganz genau hin, ganz genau. Und wir haben zu hohen Ehren kommen. Und dann wandelt sich auch diese Sorgenkarte, dass du abends mit den Sorgen ins Bett gehst und morgens mit den Sorgen aufkommst. Das ist etwas, was sich verändert. Und das spüre ich ganz deutlich. Im August bist du in der Öffentlichkeit. Also die Karte zu hohen Ehren kommen, die sagt immer, du in der Öffentlichkeit Anerkennung finden. Aber hier findest du nicht nur in der Öffentlichkeit Anerkennung und das wollte ich sagen, du findest auch bei dir Anerkennung beziehungsweise bei deinem Partner. Wenn es aber hier wirklich um dich geht, dann schaust du in den Spiegel und du siehst dich anders. Du nimmst dich so an, wie du bist. Du willst dich nicht mehr verändern, weil dein Bauch zu dick ist, deine Nase zu krumm oder du zu dünn bist. Tatsächlich hast du hier jetzt die Chance, mit der Energie etwas Neues zu machen und dich selbst anzuerkennen. Oder beim Partner.
Das ist natürlich auch möglich. Das ist eben diese allgemeine Legung, das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es so, dass du den Partner jetzt so annimmst, wie er ist, oder er dich so annimmt, wie du bist. Mehrere Möglichkeiten. Ihr Lieben, wir schauen auf die Orakelkarten, die Rauhnacht-Orakelkarten. Werte und Wertschätzung, da sind wir. Wertschätzung. Es ist wirklich fantastisch. Immer wenn ich diese Karten sehe, dann ist das die Bestätigung zu dem, was ich vorher gesagt habe. Fülle und Glückseligkeit. Frage dich selbst, wie du in deinem Leben mehr genießen kannst. Was ist dir teuer und wichtig? Was erfüllt dich? Schreibe deine materiellen und geistigen Werte auf ein Blatt Papier oder in dein Rauhnacht-Tagebuch. Wie ist deine Beziehung zu materiellem und ideellem Wert und Besitzstand, Selbstwert und Sicherheit, Abgrenzung zu klaren Linien, klarem Fokus, Stabilität und Verankerung? Was ist deine Basis? Was nährt dich? Was gibt dir Kraft? Worauf möchtest du dich noch mehr fokussieren? Lasse deine Familie, Freunde und Bekannte wissen, dass du sie schätzt und achtest. Dies kann durch einen Brief, eine Einladung, einen Anruf oder eine liebevolle Geste sein. Du kannst jemanden auf kreative und individuelle Art überraschen. Wer kommt dir jetzt gerade in den Sinn? Folge spontan deiner Eingebung. Ich zentriere und konzentriere mich auf das, was mir teuer und wichtig ist. Sehr schön. Und wir haben Wurzeln und Erdung. Und auch das bestätigt es. Es ist der Hammer. Kenne deine Lichtwurzeln. Was gibt dir Halt? Was hält dich am Leben? Was brauchst du? Was kannst du geben? Was nagt an deinen Wurzeln? Wie ruhst du in dir? Im Ursprung ruhend bist du im Jetzt und hier. Der Blick in das Geflecht deiner Wurzeln ist frei, sodass du dich neu ausloten kannst und im neuen Jahr stabil aus dir heraus deinen Weg gehen zu können. Nimm dir Zeit und stelle dir deine Wurzeln vor. Mit Hilfe deiner Engel kannst du im Hier und Jetzt eine gute Basis für dein Sein und dein weiteres Werden auf Erden schaffen. Woraus schöpfst du die Kraft? Wie bist du mit der Erde verbunden? Wie kannst du dich gut in dir zentrieren und ausrichten? Was sind deine Lichtwurzeln und Anker? Ich ruhe stabil und kraftvoll in mir und lebe die Kraft, die aus meinem Inneren kommt. Wundervoll. Jetzt schauen wir noch in die untere Karte. Stille, Ruhe und Dunkelheit. Mut zur Lücke. Ich glaube, die hatten wir eben schon. Lausche dem Universum. Oft versuchen wir, Lücken zu füllen, um die Leere und Weite des Universums nicht fühlen zu müssen. In dieser Leere ist jedoch alles möglich. Aus dem Raum der Stille strömen die Antworten. Indem wir im Alltag bewusst eine Lücke lassen und uns in die Stille begeben, kann das Universum uns neue Impulse, Antworten und Träume senden, die uns auf unserem Lebensweg weiterhelfen. Verbringe heute bewusst Zeit draußen in der Dunkelheit und in der Nacht. Du wirst bemerken, dass die Nacht nicht so dunkel ist, wie sie scheint. Für unsere Vorfahren war die Dunkelheit die liebende Mutter selbst, die uns umhüllt, nährt und in der Stille mit uns spricht. Erschaffe dir einen Raum der Ruhe und der Stille. Tritt in das Nichts ein, das alles ist. Ich nehme innerlich liebevoll an, was in der Stille in mir aufsteigt. Ich fühle mich selbst. Ja, genau, ich fühle mich selbst. Jetzt erinnere ich mich. Ach, ist das schön, ihr Lieben. Es tut sich was. Es bewegt sich unfassbar viel in diesem Jahr. Wir sehen uns gleich. Und zwar zum September-Orakel.